Ladies and Gentlemen, welcome back. Ich bin euer Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Avatar Frontiers of Pandora. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Laber mir nicht dazwischen. Danke. Wir befinden uns gerade hier im Heimatbaum, denn wir haben im letzten Video eine Quest abgeschlossen, in dem wir eine Verschmutzung gereinigt haben. Jetzt befinden wir uns wieder hier zurück in unserem Bäumchen und müssen mit Nivika reden. Die nächste Quest. Da bist du ja. Oh, ich hab dich auch vermisst. Meine Schülerin Neitu fühlt sich in letzter Zeit gar nicht gut. Warum? Sie ist auf dem Weg zur Kolonie gestürzt. Ihre Träume sind geplatzt, ihr Selbstvertrauen ist weg. Nun traut sie sich gar nichts mehr zu. Weil sie hingefallen ist. Vielleicht braucht sie nur eine Ermutigung. Begreifst du jetzt, wie sehr wir euch brauchen? Wir Aranahe können gut weben, aber Sarentu geben anderen Hoffnung und Mut. Sie ist hingefallen. Du wirst sich dir sicher anvertrauen. Jeder hört gerne etwas Neues. Vielleicht bringt sie dir sogar das Weben bei. Sie ist hingefallen. Braucht es eine Ermutigung von den Sarentu, weil wir das gut können? Jemand zu sagen, auf, Abmarsch, aufstehen, Pflaster drauf, weitermachen. Echt jetzt? Handarbeit und... Ich muss jetzt Hand... Warum brauche ich jetzt Unterricht? Gewöhnlich Schafferhöhle, Heimat... Achso. Schafferhöhle ist ja hier hinten. Gehe ich mal stark von aus. Ja, jetzt habe ich sie verloren. Neitu, 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 Neitu. Du bist der Koch, du bist nicht Neitu. Komm nicht zu mir heulen, wenn Nivika was dazu zu sagen hat. Warte mal, was verkaufst du? Was benötigst du? Was verkaufst du? Welche Frage immer noch? Gut, hier brauche ich erstmal nichts. Pfleg deinen Bogen gut. Warum verlangt Nivika das von mir? Weiß ich nicht. Das ist viel zu schwer. Ja, dann mach's nicht. Warte mal, du bist Neitu? Nivika hofft, dass du mir das Weben beibringen kannst. Sie ist du gut. Verwechselst mich mit einer anderen. Ich kann nicht einmal einen Ikran fliegen, um mein Material zu sammeln. Wie sollte ich dir etwas beibringen? Ich besorge, was wir brauchen. Nivika glaubt, dass du viel zu lehren hast. Das kann nicht sein. Warum würde sie denn so etwas sagen? Das weiß ich nicht. Ich bin nur hier, um zu lernen. Das heißt, wenn du mich als Schülerin akzeptierst. Viel kann ich dir nicht beibringen, aber ich schätze, wenn du mir Quetschmoos bringst, kann ich dir vielleicht ein bisschen was zeigen. Warte. Fertiges Muster in Neitus Anwesenheit. Muss Quetschmoos verwenden. Habe ich Neitus Brustbandage? Also das habe ich ja, das weiß ich. Ja, Neitus Schal brauche ich. Ihre Brustbandage. Ohohoho. Aber ich habe kein Quetschmoos. Und ich muss gleich niesen. So, ich hoffe, das war's mit Niesen. Okay, dann schauen wir doch mal. Quetschmoos. Eintrag öffnen. Wo finde ich dich? Du siehst sehr widerlich aus. Du siehst aus wie... Jedenfalls nicht schön. Meist offenbar auf Felsen in den Gewässern des Kinglovers. Ah, okay. Also ich muss durch die Flüsse streifen. Am besten beim Regen, aber gut. Weberkreis. Hier. Und hier Färbekessel. Hier unten. Und hier ist wahrscheinlich das Wasser. Okay. Das machen wir jetzt mal. Da gehen wir hin. Denn, wie gesagt, Wasser, Steine und da müsste das Moos drauf sein. Ich gewöhne mich langsam ja, das wird schon. Sagen wir es mal so. So, und hier müssten wir dann irgendwo Quetschmoos finden. Ich habe einen Skillpunkt. Ja, aber ich glaube, wir brauchen mehrere für das nächste Upgrade. Deswegen, hier müssen wir jetzt eigentlich rein. Schauen wir mal. Und es regnet. Was bedeutet perfekt für das Quetschmoos? Theoretisch. Und wir wissen ja, wie es aussieht. Wie ein... Hat ja funktioniert, ohne dass wir verreckt sind. Und ich brauche bald wieder was zu essen. Also im Grunde muss ich jetzt nur noch Felsen hier im See ausschalten, wenn ich jetzt dem so glauben darf. Was bist du? Weil sie hast. Nein. Nicht ganz das. Quetschmoos. Quetschmoos? Was haben wir hier? Das werden wir jetzt herausfinden. Oh. Ich bin gar nicht mal so ein schlechter Schwimmer. Hätte ich nicht gedacht.
Puyo. Was haben wir hier? Gleiche Frage immer noch. Untersuchen! Komm schon! Wird wahrscheinlich nicht so lange schwimmen. Oh, was haben wir hier? Ein Fischi. Hallo. Bitte nicht beißen, gell? Ich kenne dich nicht. Er möchte nicht von Fremden gebissen werden. Ach so, das... Hier war ich ja schon mal. Ganz, ganz am Anfang. Damals, als ich noch jung war. Und diese Ersatzteile, das ist schon mal sehr gut. Und die Essen von den Menschen. So. So, also ich bin jetzt hier. Wir können nochmal hier drauf gehen. Also, oftmals auf Felsen in den Gewässern am Färbekessel im Weberkreisgebiet des... Ja, da sind wir jetzt. Auf Felsen im Gewässer. Mhm. Ja, ich denke, ich muss noch ein bisschen suchen. Okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Das hier sieht mir sehr danach aus. Das ist Quetschmoos. Jawohl. Und das war tatsächlich leichter zu finden als gedacht. Jetzt muss ich nur noch die richtige Stelle finden, um es rauszureißen. Hey, hey. Komm schon. Ja, ja, da war es doch gerade. Da war es doch gerade. Tu doch nicht so. Da war es gerade. Alter, gebt mir jetzt mein Quetschmoos. Es scheitert jetzt nicht daran, dass ich die Stelle nicht finde, zum Rausreißen. Ja, da, da, da. Perfekt für Neto. Hä? Hat's nicht... Achso, es war auch nicht tadellos, weil doof. Aber es auszeichnet. So, schauen wir mal, ob wir ein besseres noch zustande kriegen. Aha, aha. Jetzt? Zumindest tadellos. Ja, was Besseres können wir jetzt nicht bieten, aber Quetschmoos... Hier drüben standen wir, als wir belegt haben, wo wir hin müssen. Und hier ist das Quetschmoos und hier ist auch ein Anglerplatz. Aber gut, das haben wir soweit schon mal. Dann heißt es wieder ab zurück in den Heimatbaum. Und dann können wir das Ganze jetzt auch herstellen. Also es war gar nicht so schwer zu finden, bis man mal gerafft hat, wo genau man suchen muss. Und da habe ich mich sehr dumm angestellt, wie oft ich nochmal in das Journal gehen musste. Aber jetzt weiß ich immer, wo Quetschmoos zu finden ist. Gartner wird den Mut in seinem Herzen finden. Ja, ist doch gut. Ja, warum labern die denn immer von der Seite an? Ich bin zwar eine Sarentour, aber jetzt auch nicht so eindruckend. So, und jetzt müsste ich es herstellen können. Und wir nehmen natürlich das Bessere. Bam. Und hier 22, 22, 21, dann nehmen wir natürlich auch... wobei, Elementarwiderstand. Das hier. Oh, das wird sogar noch geiler. Herstellen. Besser. Gesundheit 60. Wow, das ist spitze. Sieh. Ich wusste, dass ich dir nichts beibringen kann. Jetzt hab ich's versaut. Ich will nichts herstellen, ich will... Warte, jetzt muss ich erstmal... Hier. Das hier ist gut. Das hier ist besser. So, das hier mal schnell austauschen. Und das hier rein. Man muss halt sagen, das sieht schon sexy aus, ne? Aber das hier sieht logischer aus, bezogen darauf, dass man mehr Leben hat und so. So. So, und jetzt muss ich hier meine Arbeit zeigen. Hallo. Ist das alles? Kannst du mir mehr beibringen? Du solltest lieber Nivika fragen. Ich bin schlecht darin. Tut mir leid. Jetzt habe ich das angefertigt. Aber hör zu. Ich weiß, dass du mein Selbstvertrauen stärken willst. Aber Nivika verschwendet nur deine Zeit. Ich habe wirklich kein Talent dafür. Oder für irgendwas. Wir sind keine zankenden Seswa. Das sollte Etua wissen. Ich weiß, du willst nur helfen, aber es gibt nichts, was du tun kannst. Das wollen wir jetzt mal herausfinden. Ich rede mit Nivika, die wird schon irgendeine Idee haben. So, aber jetzt muss ich erstmal was essen. Willkommen zurück. Danke. Wir essen jetzt das Menschenessen, einfach damit es weg ist, ne? Beweise vernichten uns. Natürlich. So. Sieh dich an! Alter, was ist los mit dir? Erinnerst du dich an unser erstes Treffen? Du warst völlig verdreckt. Hey. Also völlig verdreckt ist leicht übertrieben. Von Kopf bis Fuß. Ich wusste gleich, das Kind braucht meine Hilfe und eine Umarmung. Ich erwarte auch viel von dir. Doch wenn mir damals jemand gesagt hätte, was du erreichen würdest, hätte ich das auf zu viel Sange geschoben. Und jetzt herrscht Krieg. Wirst du auch kämpfen? Aha.
Dafür bin ich etwas zu alt, Mayantu. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich werde hier sein, wenn du mich brauchst. Die Aranahe werden überleben. Wir sind stark. Tech hätte ich echt nicht gedacht, dass sie so alt ist. Wieder eine Möglichkeit mit Neto. Höre dich am... Wie? Hey, ich kann dir helfen, glaube ich. Verzeih. Der hat uns belauscht, höre, alles du klar. Du hast Schwierigkeiten mit Neto. Nicht, dass du meine Hilfe bräuchtest. Neto glaubt, sie könne niemandem etwas beibringen. Da liegt sie falsch. Sie erkennt meine Fehler bei der Arbeit immer sofort. Manchmal sogar, bevor ich anfange. Erst gestern hatte ich eine tolle Idee für ein Muster. Okay, sie nannte kurz gleich 15 Frame-Jobs. Gründe, die mir klar machten, dass die Idee schrecklich war. Sollte alles wieder Kannst gut sein, entschuldigt. Kannst du mir dein Muster zeigen? Vielleicht kann ich damit ihre Aufmerksamkeit wecken. Oh, wirklich? Du möchtest, dass ich es dir beibringe? Oh, wow. Nein, sie soll's ja... Es geht in die falsche Dieses Richtung. Gerede über den Krieg macht mich nervös. An den Dummkopf verschwende ich keine Zeit. Oh, hey, wie geht's? Jetzt muss ich die Brustbandage von dem Dude. Können wir sogar. Wir nehmen das hier. Ich will jetzt hier kein krasses Zeug dafür verwenden. Das wäre 36, das lohnt sich nicht. Deswegen nehmen wir 19. Erstellen, boop, gib ihm. Das darfst du nicht tun. Bitte hör auf. Was darf ich nicht tun? Ja, du willst mir nichts beibringen. Hält sich für eine Kriegerin. Das Muster ist grauenvoll. Warum? Hat Daewoo es dir beigebracht? Daewoo unterrichtet mich gerne. Ich habe sonst niemanden. Daewoo und deine dummen Ideen. Die anderen Clans werden denken, seine Arbeit stünde für alle Aranahe. Wir brauchen trockenes Himmelsfelsenmoos. Es wächst in der grenzenlosen Weite. Schwer zugänglich. Du musst dorthin fliegen. Ja, Lehrerin. Bitte nenn mich nicht so. Ich möchte nur helfen, so gut ich kann. Ja, hoffe ich doch. Boah, Junge. Himmelsfelsenmoos. So, das schauen wir uns doch direkt jetzt mal an. Also es ist trocken. Ja, jetzt sieht es noch mehr aus wie Schamhaare. Schwimmende Bergen im Kinglerwald. Oder schwebenden Bergen, Schattenwald, südwestlich des Kinderwalds. Okay, kann ich hier irgendwie... Ausgezeichnet wird 36 bis 40, ist jetzt nicht so dran. Jetzt geht der schon mal wieder los. Okay, ich habe jetzt so ungefähr einen Anhaltspunkt. Ich bin jetzt hier in diesen... wie heißen die nochmal? Jetzt muss ich nachschauen. Schwebenden Bergen, genau. Schattenwald, südwestlich des Kinderwalds. Da bin ich gerade. Da bin ich gerade. So, plus minus. Und hier könnte irgendwo das zu finden sein, was ich brauche. Was bist du? Putzfrucht. Machen wir das gerade für den Geräusch. Und hier irgendwo müsste, könnte, sollte, was auch immer, egal wie man es betiteln möchte, hier irgendwo müsste es das Moos geben. Und das hier sind Bäumchen. Und das müsste so ein, ja, Charmhaar-Moos sein. Im Grunde. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Es kann sein, dass hier oben ist. Kann sein, dass hier, wo ich jetzt gerade bin, alles in allem. Ich habe keine Ahnung. Es muss nur trocken sein. Es ist ein trockenes Moos. Also ist es nicht im Wasser, sondern außerhalb. Und, gehe ich mal stark von aus, wieder auf Felsen. Ich habe jetzt natürlich die große Preisfrage an der Stelle. Ja, wie groß ist die Range? Ich glaube, ich fliege mal da nach oben. Ich fliege einfach mal hier auf den größten Felsen. Da gehe ich jetzt einfach mal stark von aus, dass wir da vielleicht irgendwie fündig werden. Zwischendrin hier mal natürlich so ein bisschen schauen, aber hier sieht alles fresh aus. Warte mal, hier drüben ist verdreckt. Achso, das kommt wahrscheinlich von unten. Okay, weil sonst hätte ich das krass gefunden, dass da so eine Anlage ist. Aber hier ist auch verdreckt. Hä? Alter, was ist hier passiert? Achso, das ist diese große da. Dann weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das überhaupt bekommen kann. Aber eigentlich müsste es schon. Es ist echt diese große Ding da unten. Aber das müsste die... Nein, 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 nein.
Ja, das müsste das hier sein. Verschlungener Strom. Ich glaube, das wäre nicht gut, wenn wir da hinfliegen. Und was ich interessant finde, hier sieht man bam, 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 bam. Also man sieht hier, man hat hier einen großen, einen schönen Überblick. Große Preisfrage, wo ist jetzt trotzdem mein Moos? Hallo, ich brauche mein Moos. Ich fliege jetzt da nach oben. Das sieht schön aus. Ja, da sind wir jetzt zwar nicht auf der großen Insel, aber irgendwo werden wir schon sein. Und vielleicht haben wir Glück und hier ist irgendwas. Wir müssen jetzt, oder die grenzenlosen Weiten. Ups, sorry, das war eine Vollbremsung. Entschuldigung. Ich hoffe, dir geht's gut, wo auch immer du hin bist. Ja gut, an ihrer Stelle wäre ich jetzt auch abgehauen. Das war schon, da sind wir ein bisschen in die Steine reingerauscht. Bisschen, also das war, ha, holla die Waldfee. So. Die große Preisfrage. Wo finden wir hier irgendwas? Und es ist ja nicht so, als ob die... Ne, Nachtblatt passt. Okay. Ja, finde ich auch. Können wir dich... Oder sollten wir dich mitnehmen bei einer Jahreszeit, würde ich schon sagen. Weil es nicht regnet. Deswegen lasse ich es mal. Es könnte auch sein, dass das hier gemeint war. Dass das hier die endlosen Weiten waren. Warte mal, in welche Richtung schaue ich? Ah, ich bin hier oben. Könnte das vielleicht das sein, was... gesagt wurde, was sie gemeint hat. Wäre das möglich? Ihr schaut mich an. Okay. Aber hier habe ich jetzt bis jetzt noch keinen Moos gefunden. Auch nichts, was in die Richtung geht. Na gut, versuch mal irgendwas Braunes in dem Wald zu finden. Oder genau das Braune, was du suchst, im Wald zu finden. Aber wenn wir jetzt hier noch... Warte mal, ich hab's ja hier oben. Wenn wir jetzt hier noch mal drauf gehen. Also, schwebende Berge, da sind wir gerade. Und selteneres Himmelsmoor findet sich oftmals auf den schwebenden Bergen über dem Schattenwald im Südwesten. Na, also hier, schwebende Berge sind hier. Upp, schweben, schweben, schweben. Hier hinten... Nee, das sind schon die. Das sind schon die. Und hier unten, hier ist der Schattenwald. Also müsste ich eigentlich hinter mich, in die Richtung. Hier ist noch selteneres, aber... um fair zu sein, müsste erstmal die Anlage wahrscheinlich klären. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich habe hier Himmelsfelsmoos. Ja, wir haben es gefunden. Das war jetzt eigentlich nur random. Hier irgendwo gelandet und Himmelsfelsmoos. Ich wollte gerade sagen, das wurde mir gerade noch angezeigt. Genau, beste Qualität Regen, aber das ist jetzt gerade egal. Nice, wir haben es gefunden. Ich werde es nie wiederfinden. Ich sag's euch jetzt schon, ich werde es nie wiederfinden. Es wäre cool, wenn man irgendwo ein Lager hätte. Perfekt für NATO. Perfekt. Ich werde es nie wiederfinden. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich sag's euch genau. Ich werde es nie wieder. Wobei, wir können uns das vielleicht merken. Hier Stein des Geschichtenerzählers. Und hier. Man kann es sich vielleicht merken. Ich werde es mir nicht merken. Aber das Gute ist, ich hätte jetzt theoretisch den Videobeweis. Wenn ich es mal nicht finde, muss ich einfach nur hier reinschauen. Weiter Plan. Ach ja. Ich kann nicht schnell reisen, weil keine Nahrung. Deswegen, die Pilze essen wir. Noms. Habe ich, glaube ich, jetzt. Ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt wirklich die Pilze gegessen habe. Das wird was anderes auswählen. Aber ist egal. Abmarsch. Alter Vater, also ich bin hier schon ordentlich lange rumgeflogen. Das waren jetzt bestimmt 5 bis 10 Minuten, bis ich das gefunden habe. Und dann eigentlich auch wieder nur random. Einfach lucky auf dem richtigen Stein jetzt gerade eben gewesen. Unsere liebe Freundin. Aber gut. Dann müssen wir jetzt Natos Brustband mit... Okay. Während du in der Nähe bist? Ja. So. Brust, Natos, Schal. Und das mit dem Himmelsfelsenmoos. Ja. Ja. Himmelsfelsenmoos. Dann hier nehmen wir das bessere Herstellen. Besser. Mit diesem Muster tue selbst ich mich schwer. Ja, ich hatte eine gute Lehrerin. So, willst du jetzt bitte? Das ist gut. Du kannst das alles viel besser als ich. Jetzt ist sie... Deine Technik erleichtert es mir. Unsinn. Ist so nervig. Du hast das Moos gefunden und das Stück selbst gewebt. Du hast es mir beigebracht. Du bist eine wundervolle Lehrerin, Neitu. Wie Nivika und Tahewu gesagt haben. Ich... warte. Nivika hat das gesagt? Und der Heiwu?
Klar. Sie wissen, wozu du fähig bist. Selbst wenn du nicht an dich glaubst. No. Danke. Es war wirklich schön, mein Wissen mit dir zu teilen. Denkst Endlich du, haben wir es geschafft. Diesen Krieg gewinnen? Mhm. Was, wenn nicht? Müssen wir. Vielleicht graue Farbe. So wie der Sturm. Hä? Das könnte gehen. Was ist, wenn nicht? Vielleicht graue Farbe? Check. Nicht mich. Okay, war das jetzt alles Was ein Plan? Ist, wenn der Heimatbaum angegriffen wird? Aber gut, ich habe auch Blueprints bekommen zum Herstellen. Wie viele... habe ich... Hä? Habe ich jetzt 5 oder was? Als ob ich jetzt 5 habe. Ich habe wirklich 5 Dinge zum Ausgeben. Ja, da war ich ja im Überlegen. Warte mal, was ist das? Apex-Erinnerung, mächtige Schüsse. Wenn du ein beliebiges Ziel mit einem Bogen oder Speerschleuder triffst, besteht eine Chance, sie zu desorientieren. Oh. Okay, praktisch, wenn ich alles freigeschalten habe, dann habe ich die Möglichkeit, das hier freizuschalten. Dann empfangen wir jetzt erstmal das hier, Expertin für schwere Bögen. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. 2, 2, nein, leider nicht. Aber das ist schon mal cool. Und jetzt haben wir 7 von 13. Also die erste Voraussetzung haben wir bald schon erfüllt. Crazy. Crazy. Finde ich cool, jo. Also jetzt, wenn wir aus über 50 Metern Entfernung irgendwie auf irgendjemanden schießen, dann macht's gut, aber. So, okay. Dann können wir das ja gleich machen. Dann müssen wir im Kingdom, das ist das Heimatbaum, mit Iduwa reden. Und da finde ich jetzt sogar ohne. Ja doch, ich muss nicht nachschauen. Ich finde dahin. Ich wage mich zu erinnern, wo es dahin geht. Ich bin sehr gespannt. Ja, das müsste ja, glaube ich, die Tochter vom... Nee. Falsch gelaufen. Von dem Oberhaupt hier sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Also es könnte eine interessante Quest sein. Ja, ich bin hier rechts gelaufen und ich hätte hier lang laufen müssen. Damit wir nach oben können. Kommen. Nee. Sorry, falsch gelaufen. Okay, ich habe mich doch verlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo es hier nochmal lang geht. Wer bist denn du? Ich sehe ein starkes Band zwischen Ach, dir wieder. Und Etu. Ja, wir haben viel zusammen durchgemacht. Der Tod verbindet uns alle. Vor allem, wenn man ihm gemeinsam Es gibt hier verdammt viele Nebenquests. Lafala. Etu braucht dich jetzt. Ist er okay? Ja, körperlich. Doch seine Seele leidet. Seine Ikran zu verlieren, ist unvergleichlich kummervoll. Versteht das. Etu lebt stets im Augenblick. Nun muss er innehalten und Verantwortung übernehmen. Das mag er nicht. Kann ich ihm helfen? Er hat mir geholfen. Ich will mich gern revanchieren. Nur Etu weiß, wie er sich von Somme verabschieden kann. Deine neue Ikran-Bindung zeigt ihm vielleicht, dass es Zeit ist, loszulassen. Ihr könntet es gemeinsam tun. Das wäre mir eine Ehre. Gut. Die Jäger wispern, Etu verbringt viel Zeit an dem Ort, an dem Somme starb. Dort findest du ihn wahrscheinlich. Also ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Quest, und zwar Kinglonest, und dann ab nächsten Mal machen wir die Mainquest weiter und dann machen wir auch in Zukunft nur noch die Nebenquests, bis wir auf der Stufe der Mainquest sind, denn es gibt unzählige Quests. Das ist der Wahnsinn. Es gibt unzählige. Das ist... Ja. Deswegen, wir machen jetzt hier noch die Quests, die wir ausgewählt haben. Wobei, ich sehe jetzt an der Stelle schon, wir sind schon bei 33 Minuten, zumindest Aufnahmezeit. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier schon Fini, bevor wir jetzt noch 10.000 weitere Nebenquests haben. Und beim nächsten Mal könnt ihr euch darauf freuen, beim nächsten Mal geht es an dieser Stelle weiter. Und zwar der Clan der Wanderer. Da geht es mit der Mainquest weiter, die Stufe 7. Und wir sind ja jetzt auch Stufe 7. Wir können ja hier mal schauen, na, sogar Hälfte schon zu Stufe 8. Dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Mainquest. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.